So, willkommen zurück zu Let's Play Dead Space. Wir waren das letzte Mal hier stehen geblieben, nachdem wir diesen komischen dicken Brocken besiegt hatten, der einfach mal gar nicht übertrieben hat oder so. Und ich würde sagen, wir laufen jetzt einfach mal da rein, weil das hat er uns ja so schön aufgemacht hier. Oh Gott. Mach uns wieder ganz. Ja, genau. Mach ich. Kommt sofort. Ich weiß zwar nicht wie, aber ich mache euch wieder ganz. Knoten, jawohl. Was ist das? Aufzugssteuerung, ja, aktiviere ich mal. Ja, okay. Hier ist auf jeden Fall eine Bench. Macht sich der Knoten ja gut, den wir gefunden haben. Gut. Jetzt bin ich keine Ahnung. Habe ich keine Ahnung mehr, was ich schon so gemacht habe. Die Rig habe ich noch nicht abgegradet. Ja, das könnte ich machen. Plasma-Cut habe ich schon relativ gut abgegradet. Ja, Schaden könnte ich auch erhöhen. Ripper benutze ich nicht so oft. Ah, ich glaube, ich will mal mehr aushalten. Ja. Und dann den auch noch. Ja. Wunderschön. Verlassen, verlassen. So. Damit haben wir jetzt mehr Trefferpunkte. Man hat auch gesehen, glaube ich, wie da einer mehr gekommen ist. Wenn nicht, müsst ihr es halt nochmal gucken oder ihr lasst es einfach. Am besten lasst ihr es einfach, weil das ist völlig unwichtig. Es sind auf jeden Fall mehr. Medivac-Mittel. Ist hier sonst noch was? Nein? Okay. Dann fahre ich jetzt mal Aufzug. Und wahrscheinlich kommt mir noch irgend so ein Viechchen entgegen. Ich wollte erst ins Gesicht sagen, dann wollte ich doch entgegen sagen und dann ist so ein Mischmasch draus geworden, der einfach scheiße war und jetzt fahre ich trotzdem Aufzug. Hallo Aufzug. Oder soll ich verspeichern? Na komm, ich habe jetzt keinen Bock zu speichern. So, da ist nichts drin, außer ein Videolog. Na genau. Ich bezichtige Sie alle der Meuterei. Kein Sorgen Sie dafür, dass Sie wieder zur Vernunft kommen. Beruhigen Sie sich, Ben. Haltet ihn fest. Nach Artikel 5469 des Marinerechts erkläre ich hiermit Captain Matthias für dienstuntauglich. Der Marker muss in die Kapelle gebracht werden. Terence, bitte! Es tut mir leid, Ben, aber ich kann Sie das nicht tun lassen. Verräter! Ketzer! Haltet seinen Kopf! Mörder! Haltet ihn fest! Ja. Er ist tot. Ach, echt? Umgebracht, Doktor. Nein, es war ein Unfall. Ich musste ihn doch aufhalten. Nehmt den Doktor fest. Boah, die sind ja ganz schlau. Er ist tot. Ja, er hat eine Spritze im Auge. Nein, er ist nicht tot. Ja gut, aber der Marker scheint ja doch irgendwie interessant zu werden. Ich weiß, was es damit auf sich hat, weil ich den zweiten Teil kenne, aber ich spoiler mal nix. Und ich habe irgendwie doch schon das Gefühl, dass mich gleich irgendwas anspringt. Deswegen ziele ich einfach mal auf die Tür. Vor allem, wie das knackt. Tick, 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 tick. Überhaupt nicht verheißungsvoll. Ah! Lol. Okay. Da habe ich mich tatsächlich ein wenig erschreckt. Okay. Tü-tü-tü. Bam. Jawohl. Tritt einfach mal daneben. Ja, genau. Ah, ne, die muss man ja gar nicht so öffnen, oder? Genau. Mein Fehler. Das ist ein Mülleimer. Da ist so eine Kiste. Uah. Ja. Isaac, streng dich an. Ripper klingen. Ah, okay. Ah, da ist eine Speicherstation. Wo habe ich das letzte Mal gespeichert? Ich glaube oben, oder? Ja. Hep. Gespeichert. Dann haben wir hier eine Laserkanone, was auch immer das ist. Keine Ahnung, ob ich das haben will. Ich will erstmal den Anzug auf jeden Fall haben. Wo muss ich lang? Ich muss da lang, also gehe ich erst hier rein. Notice. Microwave Hazard in this area. Also Mikrowellenbestrahlung
oder Gefahr. Ich weiß nicht genau, was Hazard heißt, aber sowas in der Art in dieser Area, in diesem Bereich. Als ob. Ja, ich wusste es. Das war ein bisschen zu offensichtlich, mein Freund. Inventar ist voll. Das finde ich jetzt aber nicht sehr nice. Sogar ziemlich ein bisschen frech. I don't want to die. Na. Sieht hier nicht gerade so aus, als hättest du es geschafft. Ah, Stasis-Station. Warum auch immer. Naja. Gut, die Ripper-Klinge kann ich nicht mitnehmen. Oder habe ich irgendwas Sinnloses dabei? Hm, eher nicht. Was war das nochmal? Gucke ich jetzt mal. Luftkanister, genau. Ah, den behalte ich aber lieber. Man weiß ja nie. So. Offenbar funktioniert ein Teil der Schwerkraftplatten nicht mehr, Isaac. Halte die Augen offen, ob du irgendwelche Verzerrungen siehst, die von unten kommen. Verzerrungen? Die könnten gefährlich sein. Okay. Kann ich mir gerade nichts drunter vorstellen, aber wir werden sehen. Ah ja, okay. Da haben wir solche Verzerrungen. Und da haben wir auch irgendwo... Treffe ich den? Nee. Da ist das Mapping nicht gut genug. Oder das Clipping, wie auch immer. Hi. Ja, lauf da durch. Huch. Ist jetzt tot? Ja, lol. Das macht irgendwie keinen Sinn. Ja, genau. Das macht doch voll Sinn. Klar. Behindert. So, dann komm mal wieder um die Ecke und lauf da rein. Bam. Ja, die Frage ist jetzt, habe ich es gerade falsch gemacht? Oder darf ich da komplett nicht langlaufen? Was passiert denn mit dir? Ja, du wirst auch da reingerissen. Das heißt, ich darf da nicht langlaufen. Was passiert denn, wenn ich dich darauf lege? Nicht allzu viel. Ha. Tja. Ich meine, ich kann ja nochmal versuchen, dran vorbeizulaufen. Ah doch, es geht. Okay. Hi. Dass der nicht automatisch nachlädt, ne? Das ist so nervig. Stirbst du jetzt? Danke. Okay. Hier ist safe. Oh, da sind Credits. Hier ist auch safe. Ja, gut. Da ist ein Necromorph. Aber... der müsste jetzt eigentlich da sterben, oder? Ist er schlau? Der ist schlau, oh Gott. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber trotzdem fällt er da rein. Tschüss. Lad nach. So, was haben wir hier? Plasma-Energie. Die kann, warum kann ich die eigentlich so oft aufheben? Okay, einer kann noch voll stacken. Egal. Weiter geht's. Da sind zwei so komische Teile. Weg, 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 weg. Wie viel die aushalten, ne? Das ist krank. Okay, einer ist tot. Zwei sind tot. So, die halten mehr aus als die normalen Necromorphen. Ganz ehrlich. Ah ja. Bam. Bam. Was war das? Ich weiß es nicht. Ich will es auch wahrscheinlich gar nicht wissen. Ich gehe einfach weiter. Da ist Blut.
Okay, hier sind keine komischen Antigravitationsströme mehr. Ich wusste es. Dann wechsle ich auch gleich mal wieder auf die lustige Waffe hier. Ja, lad die doch erstmal nach, genau. Boah, du bist so ein Bastard, Isaac, ne? Du kannst gar nichts. So. Halt mal die Flasse. Genau. So, bam. Bam. Halt die Fresse. Hallo, ich hab dich geslowt. So, halt die Fresse. Bam. Ja, hat der keine Munition mehr? Mann. Das könnte man mir auch irgendwie sagen, Mann. Ja, genau. Das ist echt nicht cool gemacht. Der weder automatisch nachlädt, noch dass man irgendeine Nachricht kriegt, dass man keine Munition mehr hat. Das riecht echt so ein bisschen auf. Gut, jetzt bin ich aber vorbereitet und nachgeladen. Soll er kommen? Da ist er. Bam. Rennst du mal bitte? Ja. Da hatte ich Glück, dass er mich nicht getroffen hat, aber gut. So. Da hat er mich getroffen, sehr gut. Boah, wie ich nicht an ihm vorbeikomme. Ich hasse dieses Viech, ne? Das rastet einfach mal so aus. Na los, renn. Trau dich. Lol. Ist es jetzt tot? Nein. Was war das denn bitte eben? Jetzt bist du tot. Komm, hau ab. Knoten. Oh, das ist nice von dir. Dafür kriegst du nochmal einen extra Tritt. So, Medipack. Medipack. Oh, Medipack. Nee. Das könnte auch mal ein bisschen leiser sein dann, oder? Ich fülle erstmal nochmal mein Stase auf. Ich glaube, das brauche ich jetzt. Na los, Isaac. Bam. So. Boah, wie dumm der rennt manchmal, ne? So, halt mal die Fresse da. Und dann muss ich da irgendwie langkommen. Wie geil sich das anhört. Energiezufuhr zum AAS hergestellt. So. Was auch immer ich jetzt gemacht habe. Fortschritte mit dem Pyraster. Eine der Kanonen bereitet mir Kopfzerbrechen. So, weiter. Ja. Wo lang? Zurück. Okay. Hätte ich auch nicht anders erwartet. Du. Stase. Oh, jetzt wäre ich beinahe da reingelaufen. Das wäre ziemlich hammerscheiße gewesen. So, da ist noch Strahlenmuni. Hier muss ich am Rand lang. So. Und öffnen. War ja nicht irgendwo eine Speicherstation? Auf jeden Fall höre ich hier irgendein Nekro. Ach, halt. Schlecht. Oh. Hi. Schlecht. Bam. Bam. Ripperklingen. Ah, da war die Speicherstation. Wie hammer das immer mit der Zeit passt. Hammer nice. Gut, dann speichere ich zweiter Bildschirm. Bildschirm? Was? Warum Bildschirm? Zweiter Speicherslot. Egal, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ishimura Ship Systems Department und so. Und damit, ciao!